In diesem Video möchte ich die Online-Bibliografie Germanistik Online vorstellen. Hinter diesem zugegeben nicht besonders markanten Titel verbirgt sich die Online-Ausgabe der Fachbibliografie Germanistik, das internationale Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen. Die Germanistik ist mehr als eine Bibliografie. Sie ist auch ein Referatenorgan, also eine Zeitschrift, in der die neu erscheinende Fachliteratur zur germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft nicht nur nachgewiesen, sondern zum Teil auch in kurzen Referaten vorgestellt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt, also 2024, enthält die Germanistik laut den Angaben auf der Website ca. 400.000 Einträge zu Monographien, Sammelbänden und Zeitschriften aus den Bereichen Literatur, Theaterwissenschaften, Medienwissenschaften, Kulturgeschichte und Linguistik. Davon sind ca. 60.000 mit einem Kurzreferat näher beschrieben. Die Auswahl der Publikationen und die Entscheidung darüber, welche Publikationen referiert werden sollen, trifft ein Herausgebergremium aus Germanistinnen und Germanisten und ist daher wissenschaftlich begründet. Die Germanistik verzeichnet Publikationen ab dem Erscheinungsjahr 1960. Wenn man in Suchmaschinen Germanistik Online Datenbank eingibt, erscheint die Online-Ausgabe, die in Form einer Datenbank vom Verlag de Gruyter bereitgestellt wird, gleich unter den ersten Treffern. Zu beachten ist allerdings, dass die Datenbank lizenzpflichtig ist. Wenn ihr euch im Campusnetz der JLU befindet, habt ihr automatisch Zugriff. Für den Zugriff von zu Hause aus gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der Startseite der Website der UB Gießen findet ihr den Link Datenbanken in Klammern DEBIS. DEBIS steht für Datenbank Informationssystem. In DEBIS könnt ihr euch über den Link Zugriff von außerhalb anmelden. Sobald ihr angemeldet seid, findet ihr die Germanistik entweder über die Suche oder auf der Seite des Fachgebiets Germanistik. Alternativ findet ihr die Germanistik auch über unseren Katalog Just Find. Wenn ihr in den Suchergebnissen auf den Link zur Datenbank klickt, landet ihr auf der Übersichtsseite der Datenbank innerhalb von DEBIS. Sollte sich die Seite aus irgendwelchen Gründen in der englischen Übersetzung öffnen, könnt ihr hier unten die Sprache auf Deutsch wechseln. Auf der Startseite findet man ganz oben ein Suchfeld, mit dem man sowohl eine einfache als auch eine erweiterte Suche starten kann. Voreingestellt über ein Auswahlfeld ist die Suche in der Kategorie Volltext. Damit wird im gesamten Text aller Einträge nach den eingegebenen Begriffen gesucht. Bei mehreren Suchbegriffen erhält man nur diejenigen Treffer, in der alle Suchbegriffe vorkommen. Recherchetechnisch gesprochen handelt es sich also um eine Und-Verknüpfung. Beispiel: Bei der Eingabe von Thomas Mann Fontane findet ihr alle Publikationen, die in einer Kategorie alle drei Suchbegriffe enthält. Also nicht die Werke, die Theodor Fontane und Heinrich Mann, den Bruder von Thomas Mann, behandeln. Die Suchbegriffe werden in der Germanistik Online übrigens automatisch rechts truncheert. Das heißt, ihr müsst kein Sternchen oder Ähnliches eingeben, wenn ihr Singular- oder Pluralform berücksichtigen wollt. Die Volltextsuche unterstützt auch logische Verknüpfungen wie und, oder, und nicht, die miteinander kombiniert werden können.
Hierbei ist es ganz wichtig, dass ihr für diese sogenannten boolschen Operatoren die englischen Begriffe nutzt, also and, or, not, und diese auch groß schreibt. Beispiel: Jemand sucht Literatur zu Schillers Maria Stuart und möchte Werke ausschließen, die das gleichnamige Drama von Elfriede Jelinek thematisieren. Dafür müssen die Worte Maria und Stuart mit and verknüpft und Jelinek mit not ausgeschlossen werden. Wer tiefer in die Suchtechniken mit logischen Verknüpfungen, den boolschen Operatoren, einsteigen möchte, dem sei unser Video 5c Begriffe kombinieren ans Herz gelegt. Die Volltextsuche liefert zwar die meisten Ergebnisse, sie ist aber nicht besonders präzise. Für eine gezieltere Suche sind die übrigen Suchkriterien besser geeignet. Zum Beispiel Titel, Autor, Schlagwort und Erscheinungsjahr. Die Suchkriterien sind alle in der Suchhilfe der Germanistik online erklärt. Wichtig und sehr nützlich zugleich finde ich die Unterscheidung zwischen Autor und Person. Mit Autor ist die Verfasserin oder der Verfasser der Publikation gemeint. Die Angabe Person hingegen enthält die in dem Werk behandelte Person. Mit diesem Suchkriterium lassen sich gezielt Einträge suchen, in denen bestimmte Personen Erwähnung finden. Auch in der gezielten erweiterten Suche lassen sich Suchkriterien durch logische Verknüpfung miteinander verbinden. Einige der Suchkriterien, wie zum Beispiel auch die Suche nach erwähnten Personen, liefern während der Eingabe Suchvorschläge. Es kann sein, dass das Laden der Vorschläge etwas länger dauert. Auf diese Weise kann ich nach Literatur suchen, die sowohl Johann Wolfgang von Goethe als auch Jakob Michael Reinhold Lenz thematisieren. Denkbar wäre auch die Einschränkung auf bestimmte Erscheinungsjahre, zum Beispiel Publikationen zu Georg Büchner aus den Jahren 1965 bis 1975. Nach dem Absenden einer Suche landet ihr in der Trefferanzeige. Ganz oben wird angezeigt, wie viele Treffer die Suche insgesamt erzielt hat. Pro Seite werden 10 Treffer dargestellt. Diese Anzahl lässt sich übrigens ändern, sodass bis zu 100 Treffer pro Seite angezeigt werden können. Als Sortierung ist die Sortierung nach Relevanz voreingestellt. Wie immer sind Sortierungen nach Relevanz mit Vorsicht zu genießen, da die Relevanzkriterien nicht genau bekannt sind. Die Suchhilfe von Germanistik Online gibt an, dass die Relevanz auf der Häufigkeit der gesuchten Begriffe innerhalb des bibliografischen Eintrags und auf einer Gewichtung basiert. Ihr könnt aber auch eine Sortierung nach Datum, neu nach alt oder alt nach neu oder auch nach Titel A bis Z oder Z bis A vornehmen. Auf der linken Seite können die Suchergebnisse über Ergebnisse filtern weiter eingeschränkt werden. Die Filteroption Zugang ist im Fall von Germanistik Online irrelevant. Diese Option bezieht sich auf die bibliografischen Einträge in der Datenbank selbst und nicht auf die Zugänglichkeit der darin bibliografierten Inhalte. Da der Zugriff über die Lizenz der Bibliothek erfolgt, sind ohnehin alle Inhalte abrufbar. Weitere inhaltsbasierte Filteroptionen sind Person, Publikationstyp, Erscheinungsjahr und Erscheinungsort. Alle Filter können auch miteinander kombiniert werden. Leider bietet die Germanistik Online nicht die Möglichkeit, Ergebnislisten zu verwalten, zu speichern und anschließend in ein Literaturverwaltungsprogramm zu übernehmen.
Allerdings gibt es in der Detailansicht der bibliografischen Einträge einen Zitieren-Button, über den man den aktuellen Eintrag in unterschiedlichen Zitierstilen darstellen und in die Zwischenablage kopieren kann. Auch können die einzelnen Einträge in den Datenformaten BibTeX, EndNote und RIS zur weiteren Verarbeitung in Literaturverwaltungsprogrammen gespeichert werden. Wie das ganz genau funktioniert, erfahrt ihr in unseren Tutorials und Kursen zu Literaturverwaltungsprogrammen. Wer in sozialen Medien gerne mal was ganz anderes als den üblichen Content teilen möchte, der kann den Button Teilen nutzen, um einen bibliografischen Eintrag weiterzugeben. Klickt man auf Drucken, öffnet sich der Druckdialog des Browsers. Der Button zur Bestandsabfrage in Justus Liebig Universität Gießen leitet zu so einem Link Resolver weiter, der prüft, ob das Buch in der UB Gießen vorhanden ist. Auf die Ergebnisse des Link Resolvers solltet ihr euch allerdings nicht verlassen. Es gibt Fälle, gerade im Bereich der E-Books, in denen die Bestandsabfrage keine Treffer zurückliefert, der Titel aber sehr wohl bei uns in der UB verfügbar ist. Eine weitere sehr lohnenswerte Weise, durch die Germanistik online zu navigieren, ist das Browsen durch die Gliederung der Bibliografie. Dazu klickt man auf den Button Browse und geht auf Alle Anzeigen. Auf der linken Seite erscheint daraufhin eine hierarchische Klassifikation, die sich auf- und zuklappen lässt. Die Gliederung entspricht der althergebrachten Kapiteleinteilung der Druckausgabe. Genauso wie die Epochenbezeichnung und Jahreszahlen sind sie nur als ungefähre Orientierung zu verstehen. Sobald ich einen Gliederungspunkt ausgewählt habe, erhalte ich eine Trefferliste. Diese kann ich wiederum sortieren, zum Beispiel absteigend nach Erscheinungsjahr, sodass ich mir einen Überblick über die letzten Neuerscheinungen in dem Fachgebiet verschaffen kann, das mich interessiert. In diesem Video habe ich die Funktionen und Möglichkeit der Germanistik Online ganz grundsätzlich erläutert: die Volltextsuche, die erweiterte Suche und die Darstellung der Detailansicht. Auch das Browsen durch die Gliederung haben wir gesehen, die Verfügbarkeitsinformation und die Exportfunktion. Zur Vertiefung möchte ich allen noch die Suchhilfe auf der Webseite der Datenbank empfehlen.